Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel wollen wir jetzt durch den Punkt A eine Gerade legen mit der Steigung k ist gleich 0,2. Wie funktioniert das? Gut, Steigung k ist gleich 0,2 kann man natürlich auch als Bruch schreiben. Das sind 2 Zehntel oder 1 Fünftel. Wir wissen ja weiters, dass sich die Steigung immer berechnen lässt mit Hilfe des Differenzenquotienten, das heißt Delta Y durch Delta X. Und mit Hilfe des Differenzenquotienten wiederum kann man ein Steigungsdreieck einzeichnen. Ich möchte das hier vielleicht einmal kurz andeuten. Also wenn wir jetzt ein Steigungsdreieck hier hätten, ein rechtwinkliges mit diesen beiden Katheten, Delta Y und das wäre hier Delta X, hätten wir hier als Y-Abstand den Wert 1 und die Differenz der X-Werte wäre 5. Das heißt, wir brauchen vom Punkt A aus ein Steigungsdreieck nur einzuzeichnen mit der einen Kathetenlänge 5 und der anderen Kathetenlänge 1 und wir erhalten dadurch die Geradengleichung. Das möchte ich jetzt hier kurz vorzeigen. Also, wenn wir jetzt hier sind, Steigungsdreieck, 5 Schritte nach rechts, ein Schritt nach oben. Hier haben wir noch die Kathetenlängen und jetzt können wir durch diesen Punkt hier die Geradengleichung einzeichnen. Ja, und wir haben die Aufgabe gelöst.